Also ich gebe zu, als mir damals ein Kollege direkt nach dem Wetterbericht diese dpa-Meldung reinreichte, glaubte ich erst, irgendeiner will mich da auf den Arm nehmen. Das war so vollkommen unglaublich für mich. Ich, der ich ein Kind des Kalten Krieges war, das mir das gar nicht vorstellen konnte. Was sich dann entwickelt hat im Laufe der Zeit, das wissen wir alles. Heute sind 11 Jahre vergangen und wir wollen dieses Thema, das Sie gerade gehört haben, zum Thema. Gäste eingeladen, Pro und Contra. Und mein erster Gast kommt aus Scharmede bei Paderborn. Bei uns ist Yvonne Wichmann. Herzlich willkommen. Auch Sie sind, wenn auch weitaus jünger als ich, ein Kind des Kalten Krieges, zumindest zum Teil, nicht? Ja, denke ich schon. Ja. Sind Sie stolz, ein Ossi zu sein? Ja, auf jeden Fall. Warum wohnen Sie dann heute in Paderborn? Ja, weil erstmal war ich da 12 Jahre, wie die Mauer fiel. Gut, wir wurden damals zwar gefragt, ob wir hier rüber möchten. Für uns war es natürlich was Neues. Mhm. Es wurde immer erzählt, der Goldene Westen und wir alles so schön. Und ja, da haben wir natürlich gesagt, gut, wo ich natürlich Bedenken hatte, das war halt mit der Schule. Mhm. Und das war halt auch so. Was war denn, also da war was anders, was war denn besser im Osten, in der Schule, also in der Kindheit, in der Zeit, die Sie bewusst miterlebt haben? An dieser Stelle auf jeden Fall die Zusammengehörigkeit. Mhm. Also ich kann es auch nur so sagen, kann das nur mit dem vergleichen, wo wir hier wohnen. Also bei uns war die Zusammengehörigkeit schon intensiver. Da wurde auch so keiner ausgeschlossen, so wurde jeder auch mit aufgenommen in die Gruppe und hier gibt es ja so nur diese Cliquen. Da auch nur als Gruppe und Clique, ist das nicht das Gleiche irgendwo? Ja, aber ich sage jetzt mal speziell, was in der Schule auch so war. Mhm. Also wie ich da jetzt halt auch reinkam, ich wurde erstmal an die Seite gestellt, so ungefähr, ich musste denen was beweisen und ich wurde überhaupt auch nicht gefragt und ich denke, das liegt auch zum Teil an der Erziehung von den Eltern. Wenn das alles so gut war im Osten oder zumindest das, was Sie jetzt schildern, und ich habe gleich zu Beginn gefragt, wieso wohnen Sie jetzt in Paderborn, das hat was mit Ihrer familiären Situation zu tun. Genau. Aber warum gehen Sie ja nicht jetzt, Sie sind eine erwachsene Frau, haben einen tollen Beruf, zurück in die alte Heimat? Ja, weil da halt einfach, da hat sich zu viel verändert. Und das ist ja jetzt auch alles, denke ich mal, eins. Also ist erstmal egal, wo ich wohne, ist alles eins geworden. Und auch zum Zweiten, weil ich hier auch einen festen Freund habe, mit dem ich hier gerne zusammenbleiben möchte. Ist es ein Ossi oder ein Wessi? Ein Wessi. Glauben Sie, dass die ostdeutschen Menschen besser gearbeitet haben als die westdeutschen? Kann ich nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig mitgekriegt. Ich denke, es gibt solche und solche, überall. Also es gibt auch Saftsäcke, Faulpelze. Es gibt auch, sag ich mal, Ossis, die faul sind. Im Osten. Gibt es mit Sicherheit. Mein nächster Gast kommt aus Montabaur im Westerwald. Er ist selbstständiger Bauunternehmer. Und er heißt Michael Schäfer. Herzlich willkommen. Wir werden natürlich auch miteinander diskutieren. Aber zunächst mal so ein paar Fragen, Herr Schäfer. Haben Sie mit Menschen aus Ostdeutschland schon zusammengearbeitet? Ich hatte 3 beschäftigt, beziehungsweise der dritte kam erst gar nicht erschienen. Ja. Gute Erfahrung. Die anderen haben einen Tag gearbeitet, beziehungsweise 2 Tage und sind dann nicht mehr gekommen. Warum? Also die Arbeit, die bei uns abgeleistet werden muss, da haben die keine Beziehung zu. Mhm. Die haben was bei uns einer in Westdeutschland alleine macht, da haben die früher 4, 5 Leute gebraucht. Mhm. Und die haben da einen großen Teil, haben die mit hingebracht. Woran liegt das denn? Sind die faul oder können die nicht so viel oder wollen die nicht arbeiten oder sind das Schmarotzer? Auch so ich bin jetzt sagen, dass jeder faul ist. Ich kenne 3, 4 Leute, die bei uns in Montabaur, der eine ist Feuerwehrführer da, der ist auch aus dem Ossiland, der arbeitet ganz normal, der ist hier rübergekommen, hat das sofort gecheckt. Mhm. Ne? Aber die Leute, die ich dann so im gröberen Umfeld kenne, aus der ehemaligen DDR, das sind für mich Faulenzer. Mhm. Und die haben null Ahnung. Null. Die haben wirklich keinen Plan dafür, was hier abläuft. Woran liegt das? Ja, ich denke mal, wenn da drüben früher gewesen ist, da war jeder Ingenieur. Ich habe früher bei einer großen glasverarbeitenden Firma gearbeitet, bei der Oberland Glas AG. Da sind 30 Leute eingestellt worden aus der ehemaligen DDR. Einer ist noch da, weil ich zu den Leuten immer noch Kontakt habe. Einer einzige ist noch da. Die anderen sind entlassen worden, beziehungsweise 2 sind gebeten worden, doch selbst aufzuhören. Meinen Sie, das wird sich nochmal ausgleichen oder sollten die Ostdeutschen wieder nach Ostdeutschland gehen und dort ihren Strempel machen? Dann hätten wir ja wieder quasi die Mauer. In den Köpfen ist sie häufig noch vorhanden. Ja, also ich stelle sagen, wie Sie schon zu der Dame hier gesagt haben, sie wäre jetzt alt genug, sie könnte wieder darüber gehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe sie gefragt, warum sie nicht wieder darüber geht. Mhm. Die alle hier sind, die sollten doch darüber gehen, da drüben ist doch nichts geleistet worden. Ja, aber es ist doch alles eins.
Wieso? Was ist denn das? Also, da gehen Sie doch wieder in die alte, in die neue Bundesländer. Was wollen Sie hier? Gehen Sie doch wieder darüber. Ja, wie, was will ich hier? Gehen Sie doch darüber, helfen Sie darüber. Ich habe einen super Job hier und ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Ja, den Job kriegen Sie aber in die neue Bundesländer nicht. Wenn ich einem erzähle, dass ich aus dem Osten komme, wie du kommst aus dem Osten? Ja, das sieht keiner und das hört keiner. Na gut, aber das ist ja gut, Vorteil. Das merkt man auch nicht von meiner... Können wir gleich mal rüber, ne? Aber es gibt auch Wessis, die faul sind. Das schreibe ich überhaupt nicht ab, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nein, ich habe nicht etwas anderes gesagt. Ich habe gesagt, das Gros aus der ehemaligen DDR ist faul. Nee, ich habe nicht gesagt, wenn alle faul sind. Aber liegt es vielleicht nicht daran, Herr Schäfer? Also ich weiß aus Berichten aus der Presse von Kollegen, dass halt in vielen ostdeutschen Fabriken noch zu DDR-Zeiten eben das Material mittags um eins zu Ende war. Und dann mussten die da sitzen und haben Däumchen gedreht, weil einfach nicht gearbeitet werden konnte. Liegt sich vielleicht auch daran, dass die Menschen zum Teil nicht einen langen Atem haben, um wirklich mit 180% Leistung den ganzen Tag durchzustehen? Ja, das lag ja auch dann an diesem System vom Erich. Ne? Mm. Also das streite ich ja gar nicht ab, was da zusammengelaufen ist. Aber da sind Leute, was bei uns einer macht, da haben die für fünf gebraucht. Das hieß ja auch immer offiziell, es gibt keine Arbeitslose, weil die halt eben die anderen, der eine, der hat gearbeitet, die anderen vier sind mitgeschleppt worden. Hm. Und so wird da noch gearbeitet. Sie das war nicht mehr so ganz so grob, aber ich meine, dass die Leute, die aus den neuen Bundesländern hier rübergekommen sind, ne, die sollten, oder die meisten halt eben wieder zurück und sollten helfen, die neuen Bundesländer aufzubauen, dass es halt eben wieder gleich ist wie hier. Wenn man guckt, was der die Arbeitslosenzahl, da habe ich auf der Fahrt hierhin heute gehört, die Arbeitslosenquote ist noch gegangen im Gesamten auf 8,9%. Die haben dann aber gesagt, davon, wenn man das umrechnet, Westdeutschland hat entsprechend 7,1% Arbeitslose, in der ehemaligen DDR 16,6. Das ist mehr als das Doppelte. Ne? Das ist ja schon extrem. Und da, wo ich herkomme, da ist die Arbeitslosenquote noch geringer. Gut, es hat natürlich strukturelle Probleme und viele Fabriken sind ja, und wenn man sich die angeguckt hat vor der Wende, sicherlich nach normalen Maßstäben betrachtet, zu Recht auch geschlossen worden. Denken wir nur an Umweltprobleme in Bitterfeld, denken wir nur an verrottete Eisen- und Stahlwerke in Eisenstadt, in Eisenhüttenstadt. Das ist jetzt hochmoderne, die jetzt hochmoderne Fabriken haben. Da arbeitet ein Viertel der Belegschaft von vor der Wende, da waren 12.000, jetzt arbeiten dort 3.000, die stellen aber dreimal so viel her wie die 12.000. Also das hängt natürlich mit den Maschinen, mit dem Material zusammen, was man hat. Ich möchte Ihnen den nächsten Gast vorstellen. Sie sprachen gerade, Herr Schäfer, von dem System von er mag das System von Erich und dokumentiert es auch nach außen. Bei uns ist der Peter aus München. Herzlich willkommen. Warum darf ich Sie nur mit dem Vornamen ansprechen? Ja, ich möchte friedlich leben in der derzeitigen Republik. Ich höre, Sie sind Bayer. Ja, ich bin in Bayern geboren, das ist richtig. Welche Dienstgrade oder welchen Dienstgrad diese Uniform, die Sie tragen, der NVA, der Nationalen Der Dienstgrad, ja. Meinen Sie? Leutnant. Leutnant. Sie sagen, es ist nirgendwo so schön, wie es in der DDR war. Na, so extrem habe ich das sicherlich nicht ausgedrückt, aber es ist mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise genauso schön wie hier. Mhm. Also landschaftlich gar keine Frage. Städtebaulich teilweise viel schöner als hier, weil vieles Altes eben zwar nicht erhalten worden ist in der Zeit, aber jetzt erhalten wird. Was ist eigentlich ein Botschafter des Friedens, Peter? Ein Botschafter des Friedens ist ein Kundschafter des Friedens. Das heißt, jemand, der sich zur Zielsetzung gemacht hat, für den Weltfrieden, internationalen Frieden zu arbeiten und seinen Beitrag zu leisten. Sind Sie ein Spitzel gewesen? So, wenn Sie das so negativ ausdrücken wollen, dann sage ich, dann hatte ich sicherlich dieselbe Profession wie der BND, diese heute noch ausübt. Wie kommt man denn dazu? Kam da einer nach Bayern und hat gesagt, Peter, auf dich haben wir gewartet oder wie war das? Nein, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt in der DDR die schönen Landschaften, aber da gab es natürlich auch und gibt es auch heute noch schöne Mädchen. Mhm. Und wenn man dann als junger Student eines Tages einen Brief bekommt, wo drin steht, ich suche Brieffreundschaften in die ganze Welt, und es waren ja zwei geteilte Staaten, was nicht zu leugnen ist, dann schreibt man halt ein Mädchen auch mal zurück. Mhm. Und so entwickelt sich dann ein Kontakt. Warum war in der DDR vieles besser als bei uns? Ja, ganz klar, weil die DDR die Möglichkeit hatte, sich abzuschotten. Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Wir könnten jetzt 1000 Themen ansprechen,
vom Rauschgift angefangen, was nicht über die Grenze kommt, bis zum Menschenhändler aufgehört. Wir können auch beispielsweise Lebensmittel nehmen, die nicht verseucht werden, weil man einfach im eigenen Land zu fast 97% eine Eigenversorgung erreicht hatte. BSE, verseuchtes Fleisch, hätte es nie gegeben in der DDR. Mhm. Glykol, verseuchter Wein, mit Frostschutz verseuchter Wein, hätte es nie gegeben. Mhm. Hühnerfutter, was aus Fäkalien gemacht wird, hätte es nie gegeben. Mhm. Dafür hatte die viel Cäsium aus Tschernobyl. Bitte? Dafür hatte ihr Cäsium verseuchtes Gemüse aus der Ukraine zum Beispiel. Oder in der DDR gab es Cäsium verseuchtes Gemüse aus der Ukraine. Also aus Polen. So reich war die DDR nicht, dass sie aus der Ukraine importieren konnte. Also es gab vielleicht aus Rumänien die Zahnpasta, aber aus der Ukraine kam kein Gemüse. Ich wiederhole, die DDR hatte, und das sollte man ja hoch anrechnen, zu fast 95% in fast jedweden Wirtschaftsbereich eine Eigenversorgung erreicht. Und das muss man erst mal schaffen als so kleines Land. Ich habe vieles falsch gelernt in der Schule, vieles falsch studiert während meines Studiums und vieles falsch gelesen, auch in der internationalen Presse. Jetzt haben Sie eine Exilregierung der DDR gegründet. Und was ist das eigentlich? Oder was soll das sein? Die Exilregierung der DDR wurde nicht gegründet, sondern ich bin ihr zugetan. Insoweit, dass ich also hier im Redaktionskollektiv der Internetseiten mitarbeite. Und die aber im Rahmen der NVA. Bitte? Und? Im Rahmen der NVA, der Nationalen Volksarmee. Ich verstehe kein Wort. Wir schauen uns das mal an. Das ist unglaublich, wenn man das sieht. Wenn es die SED wieder gäbe, würden Sie eintreten? Die SED gibt es ja in der Form der Nachfolgepartei der PDS. Das hören die bestimmt gerne, wenn Sie das so sagen. Ja. Das kann man nicht verleugnen. Nur wie sie sich gewandelt hat, ist sicherlich eine andere Frage. Die Frage war, wenn es die SED wieder gäbe, und ich will die Frage erweitern, so wie sie bestanden hat, würden Sie dann eintreten? Nein, sicherlich nicht. Warum? Denn ganz klar wurden hier seitens der Regierung gravierende Fehler gemacht, insoweit, dass einfach gewisse Entwicklungen, geschichtliche Entwicklungen, auch gesellschaftliche Entwicklungen einfach verkannt wurden, ganz klar. Dazu kann ich mich natürlich jetzt leicht, weil ich das immer von der anderen Seite gesehen habe. Das ist etwas unfair dann, ja klar. Aber man muss es sehen. Eine Frage noch, wenn das alles so glänzend war, wenn das alles war und wenn dieser ganze, jetzt aber eine Wortwahl vor, politische Regierung, warum ziehen Sie nicht in das? Ich zahle Ihnen sofort den Flug. Bitte? Und man kann nicht einfach jetzt jemand von mir nichts, der nichts verpflanzen. Ich habe gesehen, dass man sagt, was, du hast keine Arbeit, dann geh nach Dresden, was, du hast keine Arbeit, geh nach Hamburg. Aber dass da hinten auch Menschen stehen, ja, das wird ja vergessen. Das wurde in der ehemaligen DDR auch häufig vergessen. Absolut nicht, Menschen, nein, dem widerspreche ich. Wissen Sie, Kollege Schäfer, ja. Als Kollege zu bezeichnen. Wenn ich diese Internetseite, sehe, was Sie da verherrlichen, Sie gehören zu den, die Rechtsradikale in der ehemaligen DDR züchten. Leute durch Sie werden die noch geschwört. Wir stehen, wir haben diese Sendung vor 2 Tagen aufgezeichnet, aus produktionstechnischen Gründen. Deshalb können wir das jetzt nicht live abfragen, was wir gerne abfragen würden bei Ihnen. Aber Sie können das Ergebnis dann auf der RTL-Texttafel 59 verfolgen, auf der RTL-Texttafel 359. Wir wollen Sie nämlich fragen, aber Peter fragt es zuerst, sollte die Mauer wieder aufgebaut werden? Nein, die Mauer bräuchte im jetzigen Stadium, wo die Bürger der DDR wie auch die Bürger des Westens wissen, was passiert, mit nämlich in verrotteten Regierung, die wir hier haben, braucht man das nicht mehr. Also wissen Sie, wenn ein Bundeskanzler, Tagesgeschäft übergehen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach die Frage stellen, die ich Peter gerade gestellt habe. Die Frage des Tages lautet, und das Ergebnis, wie gesagt, können Sie auf der RTL-Texttafel 359 verfolgen. Sollte die Mauer wieder aufgebaut werden? Wenn Sie ja sagen, dann wählen Sie 0139. Und wo ist jetzt die Zahl? Und dann die 70, 70, 70. Und wenn Sie sagen nein, dann wählen Sie
0139 0137 970 70 80. Also ja 01379 70 70 70, nein 01379 70 80. Die Diskussion und die Stimmung kocht hoch und die wird noch weiter hochkochen, jetzt gleich nach der Pause, denn wir werden Aspekt der deutsch-deutschen Geschichte und Einheit gleich weiter diskutieren. Herr Schäfer hat es schon angesprochen, nämlich die der Ausländerfeindlichkeit. Und ich bin mal gespannt, was der Peter dazu zu sagen haben wird. Bis gleich nach der Pause. Haben Sie eine Macke oder ein ausgefallenes Hobby, bei dem nur mit dem Kopf schüttelt? Erzählen Sie uns von Ihren skurrilen Leidenschaften. Rufen Sie an 0137 31 32 33. Morgen 20.15 Uhr. Sehen Sie Frasier als George. Er rettet schöne Frauen und schätzt gepflegte Unterhaltung. George, der aus dem Dschungel kam. Sonntag, 20.15 Uhr. Ich will mehr. Sind Sie bereit für ein fantastisches Abenteuer? Ich bin der Lampengeist. Das Fernsehereignis der Extraklasse. Diesen Monat bei RTL. Ich will mehr. Also zugegeben, natürlich ist bei uns im Westen auch nicht alles das Gelbe vom Ei und war es auch nicht gewesen. Peter, wo waren Sie eigentlich in den letzten Jahren in Urlaub? Die letzten wie viele Jahre? Ja, die letzten drei, vier, so. Nirgends. Warum nicht? Konnte ich mir nicht leisten. Zahlt die Exilregierung der DDR zu wenig oder wie? Ich finde es auch nicht unbedingt erstrebenswert, dass ich mich ins Flugzeug setze, die Umwelt verpeste und dann nach Rio de Janeiro fliege. Da haben Sie recht. Also Sie verarschen uns nicht jetzt von dem, was Sie gesagt haben. Sie meinen das wirklich? Sicherlich meine ich das so. Ja. Herr Meiser, ich muss sagen... Das Schöne ist, wissen Sie, das Schöne ist, Sie dürfen das hier öffentlich so kundtun. Das hätten Sie in der DDR dort im Fernsehen nie kundtun dürfen. Sie wären sofort nach Bautzen gewandert. Sie wären sofort zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Da hätte ich es auch nicht gebraucht, Herr Meiser. Und ja, aber Sie hätten da auch die andere Meinung nicht frei vertreten dürfen. Aber wissen Sie, das Schöne in diesem Lande ist, in dem ich lebe, in dem ich aufgewachsen bin, dass ich liebe übrigens Ost und West gleichermaßen. Aber unter diesen jetzigen politischen Verhältnissen, dass hier nicht gefoltert worden ist und dass es hier keine Todesstrafe nach 1949 gab. Und das hat mich schon sehr sicher gemacht. Herr Meiser, die Bundesrepublik Deutschland wurde auch im Bericht der Amnesty International unter den Folterern erwähnt. Ja, ja, natürlich. Es gibt Übergriffe von Polizeibeamten, darüber reden ganz offen. Ich habe gesagt, auch hier ist nicht alles das Gelbe vom Ei, so wie es vielleicht den Anschein haben mag. Aber zumindest wurden auch hier keine Leute hingerichtet, weder hinterrücks noch offiziell. Hier gab es keine Schreckensurteile wie in der ehemaligen DDR. Und die Leute in diesem Lande durften, solange es dieses Land war, und hoffentlich wird es noch lange so bleiben, frei reisen, wo immer sie hinwollen, ob sie das mögen oder nicht. Ich kann nach Ungarn, nach Frankreich, nach England fahren. Ich kann nach Bayern fahren. Und sie durften dann noch nicht mal nach Polen fahren, ohne sich ein Visum zu besorgen. Mein nächster Gast kommt aus Neumünster. Also jetzt nicht Sie persönlich, aber die Menschen der ehemaligen DDR. Mein nächster Gast kommt aus Neumünster, aber er ist natürlich kein Neumünsterer, er ist ein Ex-Ossi. Er ist ein Ex-Ossi, der gegen die Ossis ist. Ja, was ist denn das für ein Verräter? Bei uns ist Karl-Heinz Enders. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ein Verräter, sagen Sie? Das war ja wohl... Naja, wenn ich sage, ein Ex-Ossi, der gegen die Ossis ist, das klingt schon verdammt verräterisch. Also was steckt dahinter? Verräter würde wohl eher dieser Herr, dieser Person mit dem Anzug hier wohl besser hinkommen. Ich habe mal eine bescheidene Frage, ist es Ihr richtiger Name oder ist es Ihr IM-Name? IM-Name? Ja, hier haben wir nämlich. Darauf sind Sie auch noch stolz. Was denn beim BND, was bei uns der BND ist? Bei uns werden wir nicht belauscht vom BND. Höchstens von so keiner wie ich. Warum gibt es denn einen BND? Also, jetzt wollen wir mal unseren nächsten Gast zu Wort kommen lassen, bitte. Wenn ich so eine Leute sehe wie diesen Herr hier neben, dann würde ich sagen, die Mauer 5 Meter höher und nach 3 Meter unten tiefer und Deckel oben drauf. Das ist meine Meinung. Ja, aber Sie brauchen nicht. Entschuldigen Sie bitte. Weil so eine Leute wie Sie, ich bin nur ein einfacher Arbeiter in der ehemaligen DDR gewesen. Ich habe über 400 Seiten, so eine, was Sie geschrieben haben. So eine Berichte, was Sie geschrieben haben. Und wissen Sie, was noch?
Doch, Sie verstehen mich. Nee, mit Ihrer Sie, auch nach 10 Jahren verstehen Sie mich noch. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Sie haben für Ihre Berichte Kohle bekommen. Das kann ich nachweisen. Durch meine eigene Akte. Ja. Und so eine Berichte, was Sie geschrieben haben, da sind andere Leute im Schabjang, im Knast gegangen. Meine Familie hatte hier 4 Himmelsrichtungen, wurden sie verteilt. Also ich kann Ihnen sagen, ich kann jederzeit in den Spiegel schauen. Ja, das glaube ich auch. Aber das Bild schmeiße ich weg. Aber Sie schmeißen es nicht weg. Also Herr Enders, jetzt wollen wir ein bisschen runterfahren und ruhig miteinander reden. Sie sind 1988 aus der ehemaligen DDR, Sie sind Schlossert, glaube ich. Jo. Ein einfacher Arbeiter, sagen Sie. Jo. Sind Sie ausgereist? Nach einem Antrag. Warum? Wir hatten die Nase voll gehabt, in der ehemaligen DDR zu leben. Warum? Es war doch alles so toll. Also ja, es war so toll, dass wir nicht fahren konnten, wo wir wollten, dass wir bespitzelt wurden, dass Berichte geschrieben wurden, die lügenhaft waren. Dementsprechend hatten die Kinder in der Schule nur Scherereien gehabt. Sie sind sehr religiös orientiert, ne? Ja. Hat Ihnen das auch Schwierigkeiten gemacht? Große Probleme hatten wir gehabt, ja. Peter, bei uns in der alten Bundesrepublik und auch in der neuen, Gott sei Dank, darf jeder beten, glauben, singen, was er will. In der DDR durfte er es nicht. Sie sind dann 88, kurz bevor man dann aufgrund des Mauerfalls sowieso offiziell in den Westen reisen konnte, also nachdem es eigentlich keine Mauer mehr gab, hier rübergekommen. Haben die Menschen sich im Westen verändert? Seitdem, in diesem einen Jahr? Mir gegenüber auf keinen Fall. Im Gegenteil, nur zum Vorteil. Haben Sie Ressentiments der Westler erlebt? Ja, es gibt natürlich auch sehr viele. Mhm. Wenn ich dann auch mit Alter fahre ich natürlich noch sehr viel auf Montage. Mhm. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann muss man sich ja vorstellen und alles drum und dran. Und dann heißt es mal, bist du ein Berliner? Ich sage, ja, dann heißt es gleich, Ossi oder Wessi. Das ist gleich das erste Thema. Aber Sie können richtig arbeiten. Sie machen nicht mittags um 12 schlapp. Mittags um 12? Ja. Ja, die Mittagspause. Herr Schäfer, die dürfen auch die Leute bei Ihnen machen, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Guck mal, der kann richtig arbeiten. Vielleicht haben Sie falsch und eingestellt. Sag mal, wieso? Also ich habe ähnliche Berichte auch von anderer Seite gehört, die der Herr Schäfer berichtet hat. Aber wieso ist das so, dass Menschen aus Ostdeutschland manchmal mit diesem Tempo nicht mitkommen? Oder haben wir das Rad schon der Schnelligkeit und der Intensität überdreht in Westdeutschland oder jetzt in ganz Deutschland? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Also hier im Westen heißt es klipp und klar, deine Leistung, deine Arbeit, dein Geld. Mhm. In der ehemaligen DDR war es natürlich etwas anders. Bekam man auch Kohle, wenn man nicht gearbeitet ja. hat. Gäste aus Wolmirstedt bei Magdeburg, Rico Kastens, 24 und Anja Kastens, 22 Jahre alt. Herzlich willkommen. Wie man unschwer vermuten kann, verheiratet miteinander. Ja. Sie sind Trockenbauer und die Anja ist Hausfrau. Und Mama. Und Mutter. Das ist eigentlich Job genug schon. Fast, ja. Nicht? Sind Sie stolz darauf, Ossis zu sein oder sind Sie Deutsche, ganz einfach? Teils, teils. Also ich bin stolz, ein Ossi zu sein, aber auch irgendwo nicht. Warum? Also Bayern sind stolz, Bayern zu sein. Die in Schleswig-Holstein sind stolz darauf, Schleswig-Holsteiner zu sein. Ja. Ihr könnt mir auch was Böses schreiben, schreibt es ruhig, ich lese mir auch durch. Aber es ist ja gar nicht böse gemeint. Also das hat ja schon was mit der Zugehörigkeit zu der Region zu tun, in der man lebt. War es denn, ich frage euch mal beide, ihr antwortet beide, ja. Was war denn besser zu eurer Zeit? Ich meine, so richtig erlebt habt das ja eigentlich gar nicht mehr, nicht? Ich, also von meiner Seite kann ich nur sagen, die Schule war viel schöner. Man konnte jede Klassenfahrt mitmachen, musste man keine Angst haben, oh Gott, meine Eltern können das jetzt nicht zahlen. Oder zum Beispiel von meiner Mutters Betrieb sind wir dann die Ferien über weggefahren, was heute auch nicht mehr ist. Mhm. Vom Betrieb aus, passiert einfach nicht. Meine Mutter hat keine Arbeit mehr und die ist noch gar nicht so alt. Mhm. Also ich fand das damals, die Schule war ja schön. Das ist ja auch das, was die Yvonne gesagt hat. Rico, Sie haben im Augenblick keinen Job, mit 24 Jahren arbeitslos als Trockenbauer. Mhm. Woran liegt das? Das liegt daran, dadurch, dass dann irgendwann mal die Firma pleite gegangen ist mit einem Lehrjahr und die Firma leider sich nicht verpflichtet gefühlt hat, irgendwelche Lehrlinge weiterzuvermitteln. Denn ringsrum im gesamten Wirtschaftsgebiet halt auch keine weitere Betrieb bereit war, etwas zu machen, geht man wohl über zum Arbeitsamt und die sagen, geh eine Umschulung machen oder mach ein Zertifikat, kommst mit weit auf dem Arbeitsmarkt, man macht einen, weil man ja nichts Besseres kann und steht dann trotzdem da mit dem Zertifikat. Nun ist die Baubranche natürlich auch eine Branche, die sowieso da niederliegt am Boden und wo es nicht so besonders glücklich aussieht. Sind,
Also in der ehemaligen DDR gab es ja auch Ausländer, habe ich mir sagen lassen. Verschiedener Farbe, verschiedener Herkunft, verschiedener Pässe, verschiedener Religionen. Was halten Sie denn davon, dass in Deutschland relativ viele Ausländer leben? Ich sag mal so, was man so vom ehemaligen BRD oder von der ehemaligen BRD mitkriegt, ist dort extrem zu viel. Ich muss leider sagen, also wir hatten bei uns zwar auch unsere Ausländer, Russen, für Chinesen, keine Ahnung, was alles dabei war. Die sind eben, die haben halt in ihre Gruppen gelebt, in ihre Bereiche, und dann war das gut. Die hast du maximal am Tag einmal oder zweimal gesehen. Also im Ghetto? Naja, halt die Russen in ihre Kasernen, die ganzen großen. Aber das sind ja freie Menschen gewesen, ja, im DDR-Sinne, die aus Vietnam zum Beispiel kamen. Warum sollen die jetzt in Kasernen leben? Warum sollen die in Ghettos leben? Warum die in Kasernen leben sollen, weiß ich nicht. Bloß, ich sag mal, man hat sie nicht so oft gesehen. Die waren halt unter sich und da war das gut. Und wenn ich heute mal so durch die Straßen gehe mit meiner Frau, dann muss ich manchmal meiner Frau sagen, ich färbe dir mal die Haare schwarz. Weil ich sag mal, ich gehe nur durch die Straßen, da gucken drei Türken hinterher und sagt man, ey, pass mal auf, das ist meine Frau oder so. Der oder der, pass mal auf, hier dick Machete von Dönerladen und dann geht das los. Ja, und ich meine, das kann es wohl nicht mehr sein. Mhm. So, und dann muss ich dazu sagen, gibt es ja auch viele Leute, die sich sagen, ja, Rechtsradikalismus ist der absolute Dreck, und bin ich auch mit einverstanden. Bloß ich sag mal, auf der anderen Seite, die sagen, Rechtsradikalismus ist Dreck, das sind auch die Leute, die im Endeffekt auch weggucken, wenn es dann wirklich mal zum Urknall kommt. Warum der Rechtsradikalismus an die meisten Jugendlichen? Das verstehe ich nicht. Was heißt der Urknall? Es werden viele Diskussionen über Rechtsradikalismus in Deutschland geführt. Ja, ein neuestes oder aktuelles Ding ist das NPD-Verbot der Parteien. Viele diskutieren darüber, dass es absolut nicht sein kann und dass jeder Mensch im Aber keiner guckt auf die Ursachen hin. Keiner will die Ursachen sehen. Und was sind denn die Ursachen dafür? Die Ausländer? Ja, nicht nur die Ausländer, nein. Aber zum Beispiel manche verhalten die Ausländer, die sich nach und nach im Osten immer mehr impulvieren. Die denken, die sind die Größten, kommen aus sich aus der ehemaligen BRD, haben da, was ich, gelebt, haben da eben halt gelebt, kommen rüber in den Osten, Ding, und denken, naja, was war drüben im Westen, nicht geschafft haben, machen wir jetzt einfach in den Osten, weil die Osten haben noch nicht so die Erfahrung, auf gute gesagt, das ist blöd, und dann machen wir das Ding. Mein nächster Gast kommt aus Herne, also aus dem Westen. Bei uns ist Joscha Schmottlach. Herzlich willkommen. Hallo. Das war gerade für Oma, der Winter. Was sagen Sie dazu? Ja, weiß ich. Groß und Ganzen kann ich nicht sagen. Also er scheint wirklich, auch wenn er sagt, er ist es nicht, aber er scheint wohl fremdenfeindlich zu sein. Irgendwie, was er demnächst zuerst sagt. Und ich sag mal so, also wenn er jetzt sagt, da wo er herkommt, irgendwie, oder wo er jetzt, wo er durch die Gegend läuft, halt irgendwie wird von Ausländern angemacht, dann schert er wieder, ich sag mal, einen ganz geringen Teil der Ausländer, schert er wieder bei einem Besen, ohne daran zu denken, dass es auch Deutsche gibt, die Idioten sind, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin in meinem Leben, ich meine natürlich auch schon von Ausländern mal angemacht worden, irgendwie, wie gesagt, halt nur eine kleine Menge, aber auch, ich muss sagen, mehrmals. Ich bin auch schon von Deutschen angemacht worden. Aber mehr, ich muss sagen, mehr von Deutschen als von Ausländern. Und deswegen würde ich nie sagen, scheiß Ausländer, so alles. Das finde ich eine ganz, ganz schlechte Scheißmeinung. Ganz ehrlich, also. Es gibt eine Untersuchung, die ist in diesen Tagen veröffentlicht worden. Die Frage stelle ich an Sie drei oder eigentlich an alle natürlich, die besagt, dass wenn wir dieses Gemeinwesen aufrechterhalten wollen, so wie es heute noch funktioniert, dann müssen wir pro Jahr 250.000 Ausländer ins Land lassen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich sag mal so, um das alles wieder in Stand zu kriegen, irgendwie, ich meine, wenn wir sie brauchen oder wenn sie auf unsere Hilfe angewiesen worden sind, würde ich sagen, machen wir das einfach. Weil ich meine, man stelle sich mal die Situation andersrum vor, wenn wir verstoßen wären, wir keine Arbeit hätten, wir wollen irgendwo hin oder so, dann, und wenn die uns dann sagen, nee, ist nicht, weg damit oder so, stehen wir auch quasi ohne alles da. Haben Sie Probleme mit Ostdeutschen? Nee, überhaupt nicht, also kein Thema. Also ich sage irgendwie, ich habe Bekannte, Verwandte und jede Menge Freunde auch im Osten. Und aufgrund, dass die Mauer gefallen ist, habe ich sie auch, wie gesagt, dann, ich glaube, ein Jahr später, als die Mauer gefallen ist, auch zum ersten Mal kennengelernt. Irgendwie, was vorher vielleicht später gekommen wäre oder vielleicht überhaupt nicht, man weiß es nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind also uns gegenüber, sage ich mal, erstens sehr, ich sag mal, sehr freundlich, sehr gastfreundlich irgendwie und so. Nur dann gibt es da auch eine kleine Ausnahme, zum Beispiel ich, da ich halt linksradikal bin, schönes Wort, also ausländerfreundlich, glaube ich, dementsprechend auch mit Aufnähern rum oder Pullover, wo draufsteht, gegen Nazis, weil ich zeige auch meine Meinung, also habe ich kein Problem mit. Und bin dann schon mal auch von Ossis angemacht worden, irgendwie von wegen wie, ey, findest du das gut irgendwie, dass du gegen Nazis bist und so. Andersrum habe ich ihn dann gefragt, warum er es gut findet, Asylantenheime anzuzünden oder Ausländer zu verprügeln oder so. Darauf meinte er zu mir so, ach, laut deines Dialekts bist du eh scheiß Wessi, hast eh keine Ahnung. Also das ist dann ein geringer Teil, wo ich sagen will,
weiß nicht, also passt mir nicht ganz alles, weil es gibt ziemlich viele Faschos auch, die aus dem Osten kommen. Also wie gesagt, ich will sie auch nicht alle über den Besen scheren. Wie gesagt, viele Freunde da und Bekannte, alle total in Ordnung. Aber Rico hat gerade auch mit dem Kopf genickt. Hm? Ja, irgendwie. Es gibt auch viele bei uns da drüben, die ja extrem sind, die da wirklich mit Baseballschläger losziehen. Ich meine, das ist auch nicht so die Meinung, die ich so vertrete, bloß ich finde, ich meine, das, was wir jetzt an Gästen und ausländischen Mitbürgern haben, das sollte irgendwo mal die Grenze sein. Weil ich sag mal, Amerika lässt ja auch nicht alle Lübejahre mal so 30.000 mal so rein oder so. Oder 40.000 oder unbegrenzt. Die machen irgendwo mal ihre Grenzen zu und ich meine, die leben auch damit hier in Süd. Gut, aber und in Amerika hat zum Beispiel die USA alleine etwa 15% Hispanoamerikaner. Also aus Südamerika, aus Spanien. Das sind weitaus mehr, als wir Ausländer in Deutschland haben. Ich denke mal, die BRD und jetzt mittlerweile auch die ehemaligen Ostblock, also die Ostseite. Ja, ja. Wir haben jetzt irgendwo mal versucht, 40 Jahre lang für die Fehler zu bezahlen, die irgendwelche Leute damals in der Vergangenheit gemacht haben. Haben wir jetzt 40 Jahre lang versucht zu bezahlen. Gut, und irgendwann mal, ich meine, die Deutschen sind auch keine Kuh, die man ewig melken kann, finde ich. Und irgendwann mal ist auch irgendwann die Grenze erreicht. Wir zahlen jetzt 11 Jahre schon 7,5% Solidaritätszuschlag. Das ist aber in Ordnung, ne? Und damit hat sich Irmgard Pfeffer ins Gespräch gebracht aus Münstertal im Schwarzwald. Herzlich willkommen. Kocht schon, ne? In erster Ehe waren Sie mit einem Menschen aus Ostdeutschland verheiratet. Der ist gestorben. Trotzdem frage ich Sie, war das eine gute Entscheidung gewesen? Ja. War ein toller Mann? Ja, mein Traummann. Inzwischen wieder verheiratet, haben einen zweiten Traummann. Ja. Und trotzdem sind Sie gegen die Ossis, so ein bisschen jedenfalls. Es geht darum, 40 Jahre haben diese Menschen in der DDR gebraucht, um aufzustehen, um zu überlegen. Geht's denn? Ihr Mikrofon geht gerade kaputt, wahrscheinlich kommt das aus der ehemaligen DDR. So. Nein, ich bin der Meinung, 40 Jahre haben diese Menschen gebraucht, um aufzustehen, um zu sagen, der Honecker ist nichts mehr für uns oder diese Regierung. Und ja, darf ich Sie unterbrechen, Frau Pfeffer? Das ist ja dann das, worüber ich mich gerade mit dem Peter gestritten habe. Ja. Wären Sie vorher aufgestanden, wären Sie nach Bautzen gekommen und bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig standen die NVA mit scharf durchgeladenen Laffen in den Seitenstraßen. Das wollen die ewig gestrigen Betonköpfe bloß nicht wahrhaben. Ja. Und ich möchte gern fragen, warum der Peter nicht in die DDR fährt, gewohnt. Denn da sind so viele Wohnungen frei, da werden komplette Siedlungen abgerissen. Das hat alles mal Geld gekostet. Uns abreißen kostet auch Geld, alles auf unserem Buckel. Mhm. Und wir zahlen noch 10 Jahre 7,5%. Nun zahlen ja die ehemaligen Ostdeutschen, auch Steuern und kommen auch dafür auf. Nicht? Auch, klar. Also arbeiten Ossis schlechter als Wessis? Mitunter ja. Warum? Mein Sohn ist Maurer und der hat in einer kleineren Firma gearbeitet und da hat der Chef von meinem Sohn vom Arbeitsamt DDRler zugewiesen bekommen. Mhm. Zwei davon kamen, der eine hat um 12 Uhr mittags gefragt, wann hört er mal das Material auf. Ist Tatsache. Der zweite durfte nicht schwer heben, die Säcke waren ihm zu schwer, also kann ich das nicht machen und tschüss. Und der dritte kam gar nicht. Aber das ist nicht die Geschichte von Michael Schäfer, die Sie jetzt gerade erzählt haben. So ist es aber. Hm. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Nein. Ich bin mit einer DDR, ich habe eine Freundin aus der DDR mit zwei Kindern. Ich war verheiratet mit einem Mann aus der DDR. Es gibt auch andere. Ich habe auch das Gegenteil gelernt. Schmarotzer. Also wissen Sie, was mich so ärgert, ist ja immer, und damit komme ich nochmal auf diese Ausländergeschichte auch zurück, wenn ein, sagen wir Türke, einen Taxifahrer überfällt, dann heißt es Türke überfällt Taxifahrer. Ich ist auch. Es ein Bayer, dann heißt es nicht ein Bayer überfällt Taxifahrer oder Deutscher überfällt Taxifahrer, dann heißt es Taxifahrer ist überfallen worden. Haben Sie in der ehemaligen DDR, was jetzt auch, Gott sei Dank, und dazu stehe ich auch, zu diesem unserem Lande gehört, haben Sie da auch schon mal sowas wie Feindlichkeit gegenüber den westdeutschen Menschen erfahren? Nein, ich war noch nicht drüben. Noch nie? Nein. Ja, aber wie ich meine, drüben gibt es ja nicht. Erlauben?
Warum? Das verstehe ich nicht. Warum? Sie kennen vielleicht 10 Ossis. Nein, ich kenne ein bisschen mehr. Aber wie viel? Aber wenn ich, nur ein Beispiel, ja. Wenn in der DDR ein schwarzer Mann ermordet wird, totgeschlagen, ja. Und es steht eine DDR an dem Stück, wo Blumen niedergelegt wird, und sagt, sie findet es furchtbar, dass man so ein Theater macht und hier Blumen ablegt, obwohl auch unser Kanzler dort war, dann frage ich mich, hat der Mensch nicht auch ein Recht gehabt, der hat einen Bub hinterlassen? Ja, und er wurde erschlagen. Ganz, ja, aber Sie haben ja auch gerade das mit den, dass die Ossis fauler sind als die Wessis. Das können Sie überhaupt nicht sagen. Das geht nicht. Das ist doch allgemein bekannt, dass das die... Ja, wo ist das allgemein? Das ist doch allgemein bekannt, junge Frau, allgemein. Vom Hören kann ich doch das nicht nur. Wie viel, darf ich Sie mal fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 53. 53, wie viele Jahre? Arbeitsjahre, aber wirklich, 8 Stunden. Wie viele Arbeitsjahre haben Sie bis jetzt? Ich habe auch meine 20 Jahre. Sehen Sie, ich bin 47 Jahre, habe 35 Arbeitsjahre. In der DDR? 35. In der DDR? Ja. Wie viele Stunden Sie am mir Tag? Sagen, dass wir nicht arbeiten Wie viele Stunden können? Am Tag? 8 Stunden. Und mein Mann war 7 Jahre an der Erdgasstrasse, sodass ich mit den Kindern alleine war. Und ob ihr das alles mit durchmachen würdet, was wir mit durchgemacht haben, weil ihr nämlich 2 Kinder mit 20 Jahren seid ihr alle schon fix und alle. Entschuldigung, aber bei euch drüben war es ja einfacher. Ich kenne das von meinen Schwiegereltern, die sind ja aus der Wie DDR gewesen. Wie einfacher denn? Sie haben ihre Kinder bekommen, haben sie in die Krippe getan und das war's. Aber und die konnten Kinder arbeiten gehen. Stunden bei uns war das Arbeit nicht so. Dass ich wie wir. Ja. Weil sie ich denke, die Kinder, das war so toll für die Kinder. Ja, es war ja auch toll. Guckt euch doch mal da drüben bei euch an. Ich habe aber Respekt vor dem Alter. Ich habe Respekt. Schauen Sie sich mal drüben. Schauen Sie sich mal drüben die Jugend an. Was haben die hier gemacht? Was halten Sie denn von Peter? Was ich von Peter halte, ich stehe selber in einer Familie, wo mehrere, bald hätte ich Nationalitäten gesagt. Wir hatten einen von der Staatssicherheit bei uns in der Familie, wir hatten einen Fregattenkapitän bei uns in der Familie, wir hatten einen Parteisekretär bei uns in der Familie, wir haben einen einfachen Arbeiter, noch 2. Und ich stand auch ganz anders zu den Sachen. Man und wie hat weit auch sind Sie gekommen mit diesen Leuten? Sind Sie stolz darauf, dass die da in dieser Partei, also in diesen Funktionen waren? Ich kannte das doch gar nicht anders. Aber heute wissen Sie, aber heute wissen Sie? Heute weiß ich das. Mein Vater ist schwerbehindert. Er hätte nie einen anderen Beruf ausüben können. Er musste oder hat studiert und ist also in diesen Berufszweig reingegangen. Er war Lehrer an der Parteischule. Ich bin gar nicht anders aufgewachsen. Ich glaube, das war einer, ich will einen Satz jetzt sagen, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Satz, den Sie gerade sagen. Wir sind einfach nicht anders aufgewachsen. Eben, wir kennen es doch gar nicht anders. Wenn Sie es nicht anders können, wobei ich natürlich eins sagen muss, Yvonne, Sie kennen es ja auch nur, genau wie bei unseren beiden jungen Gästen hier, bis zum Lebensalter von 12 Jahren. Und da hat man ja noch nicht so ein bewusstes politisches Denken und auch politisches Verhalten, was man sich dann vielleicht später angeeignet hat. Also wir kennen es gar nicht anders. Und natürlich können die Menschen in der Ex-DDR auch hervorragend arbeiten, aber es gibt zuhauf Berichte und es gibt auch Berichte über die Menschen, die gesagt haben, ich halte dieses Tempo im Westen nicht durch. Ich will ganz einfach zur Diskussion stellen, darüber können Sie ja zu Hause diskutieren, ob es gut ist, dass wir immer mit 120 km/h arbeiten und nicht nur 8 Stunden, sondern viele 10 oder 12 Stunden, dafür haben wir 3,8 Millionen Arbeitslose noch. Nur man kann auch nicht jeden Platz einfach ersetzen. Also wir werden diese Diskussion gleich fortführen mit unseren Gästen, mit denen, die gerne so weiterleben würden, wie es war, und mit denen, die von diesen, die so weiterleben wollten, gespitzelt worden sind. Nach der Pause, bis gleich. Haben Sie eine Macke oder ein ausgefallenes Hobby, bei dem jeder nur mit dem Kopf schüttelt? Erzählen Sie uns von Ihren skurrilen Leidenschaften. Rufen Sie an 0137 31 32 33. Ich muss es zugeben, ich liebe nicht nur Sie, sondern auch Lisa. Man merkt den Unterschied. Heute bei RTL. Auf der
der Fährte zweier Brüder muss der Puma hinter Gitter. Immer auf Messers Schneide. Cooler Job. Wäre das was für dich? Der Puma, die neue Serie. Heute 21.15 Uhr bei RTL. Ich will mehr. Zwei Bewohner werden gehen. Der eine geht für immer. Der andere erlebt die Überraschung seines Lebens. Big Brother, die Entscheidung. Samstag 20.15 Uhr. Präsentiert von Fimatex, dem europäischen Online-Broker. Verbunden durch ein gemeinsames Schicksal, unzertrennlich durch die Liebe. Doch plötzlich macht er den Schritt in ein neues Leben. Ohne sie. Die Gefesselten. Mittwoch 20.15 Uhr. Ich will mehr. Lauft. Lauft so schnell ihr könnt. Etwas hat überlebt. Vergessene Welt Jurassic Park am 19. November bei RTL. Zunächst mal denke ich, kann jeder stolz darauf sein, dass er aus der Region kommt, in der er geboren worden ist und in der er zu Hause war. Herr Enders hat jetzt von seiner Akte, von seiner Stasi-Akte gesprochen, 400 Seiten. Peter, ist das nicht furchtbar, dass Sie und Ihre Genossen in den Bettdecken, in den Kneipen, in den Familien, in den Sportvereinen, an den Arbeitsplätzen, in den Behörden, auf der Straße, in der Straßenbahn, im Zug, im Flugzeug, überall den Leuten hinterher spioniert habt wie Kakerlaken? Herr Meiser, Sie haben doch selbst vorhin gesagt, es war ein Krieg, ein kalter Krieg. Und in einem Krieg, muss ich sagen, ist es immer noch das am wenigsten Schlimmste, solange versucht wird, diesen Krieg auf dem Niveau zu halten, nämlich, dass man sagt, hier sind die, hier sind wir. Und möglichst eskaliert es nicht. Absolut nicht, aber dieser Krieg wurde doch der DDR aufgezwungen, ist doch offensichtlich. Wie bitte? Und dieser Krieg wurde durch die DDR verloren, auch das ist offensichtlich. Ja, kann das überhaupt nicht sein. Dieser kalte Krieg. Ich spreche ja gar nicht von Ihnen, ich spreche von den Leuten. Ich habe von Herrn Enders gesprochen, der hat 400 Seiten in der DDR gehabt. Sie haben Ihre eigenen Leute bespitzelt. Ja. Ich bin noch nie vom Verfassungsschutz bespitzelt worden. Entschuldigung, wenn Sie jetzt Sie sagen, muss ich jetzt fragen, ob Sie mich jetzt persönlich meinen oder das sowohl System an sich. Ich meine das, ich mein ja dieses System, aber ich meine auch Sie persönlich. Wobei Sie ja wieder ein ganz böser Spruch, bitte sind Sie mir nicht böse zu Hause, aber Sie sprechen ja wie der Blinde von der Farbe. Sie sind nie in diesem Land gewesen. Also woher kommt es denn? Herr Meiser, ich kann Sie korrigieren, ich war in diesem Land, denn sonst hätte ich nicht das angeblich so... Aber Sie haben da nicht gelebt. Das ist richtig, ich habe dort nicht gelebt und ich bedauere es auch. Denn ich hätte lieber dort gelebt, als in diesem korrupten Staat, der sich BRD nennt. Der nennt sich nicht BRD, weil BRD ist kein international anerkanntes Kürzel. Das ist ein Begriff, der aus DDR-Zeiten stammt. Dieses Land heißt immer noch Bundesrepublik Deutschland, so wie es in der Verfassung steht. Herr Enders, ich wüsste, dass ich bespitzelt worden bin, was ich nicht weiß. Auch ich habe Familie drüben, Klammer auf, gehabt, Klammer zu, also immer noch und auch gehabt. Ich glaube, ich würde mir diesen Typen holen und würde ihn zur Rede stellen. Ja, das Problem ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn du da hingehst und jetzt... Wenn du ihm konfrontierst und sagst, was hast du hier für einen Mist, für einen Schrott geschrieben? Für so eine Berichte, wie Sie zum Beispiel geschrieben haben, oder auch in der ehemaligen DDR. Diese Leute, ich kenne sehr viele Leute, wissen Sie, die haben so eine Berichte geschrieben, da haben sich manche Leute, die sind gestorben dran. Die sind verreckt dran an. Weil so eine Berichte, wie Sie geschrieben haben, da hat ein DDR-Bürger einen DDR-Bürger bespitzelt, ausgenommen, bis zur Vergasung, ist hingefahren, hat seinen Bericht geschrieben, ich hatte irgendeine Fahrt zum Beispiel über der Kirche nachher, wie ich degradiert worden bin, mit allen Regeln der Kunst. Vorher habe ich 800 Mark verdient, dann hatte ich 350 Mark gehabt, eine Familie zu ernähren mit zwei Kindern. Die Kinder wurden in der Schule diskriminiert, was die Eltern gemacht haben, weil sie so eine Berichte geschrieben haben. Verstehen Sie das? Das liegt doch nicht an den Berichten, das liegt doch an System. Nein, das liegt und an diesem Menschen. Da muss ich fragen, wissen Sie, jetzt möchte ich Ihnen auch mal eines sagen, wenn ich Kinder habe, ja, dann setze ich nicht die Existenz meiner Familie und meiner Kinder aufs Spiel, nur um irgendwelchen religiösen Fanatismus zu... Jetzt aber Schluss! Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss!
Wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr bereit bin, mit offenbar Menschen, die Schwierigkeiten haben, gerade auszudenken, weiter zu diskutieren. Ich lasse nicht zu in dieser Sendung und bei irgendeinem Programm, dem ich möglicherweise vorstehe, dass Menschen diskriminiert werden, weil sie einer Religion angehören, die zur Volkskirche gehört bei uns. Und ich lasse nicht zu, dass Gäste sich gegenseitig beleidigen. Und Sie beleidigen meine Gäste. Sie lassen das bleiben, Peter. Oder ich schmeiße die letzten 2 Minuten vorher raus. Einen Satz möchte ich sagen. Meine Kinder sind hier geboren. Ich bin im Westen geboren. Ich hätte nichts dafür gekonnt, wäre ich im Osten geboren. Und das haben Sie vorhin sehr gut zitiert und gesagt. Die Menschen kannten nichts anderes. Sie kannten nur dieses System dort drüben. Sie mussten sich mit diesem System engagieren und arrangieren. Sie mussten, weil sie nicht raus konnten. Heute können wir reisen. Ich bin stolz, dass ich in diesem Lande lebe. Und ich wünschte mir, dass genauso wie Uniformen und staatliche Hoheitszeichen der ehemaligen des ehemaligen Dritten Reiches verboten sind, dass auch diese Symbole der DDR verboten werden in unserem Lande. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und ich bedanke mich bei Thorsten Palicki, Alexander Sonnenberg. Und wir werden dieses Thema fortsetzen. Wir haben hier noch einen Gast eingeladen, der viel zu sagen hätte. Wir haben hier ganz viele Wortmeldungen gehabt. Wir werden dieses Thema nicht einfach so die Elbe hinabschwimmen lassen in die Nordsee. Ihnen alles Gute zu Hause. Diskutieren Sie noch weiter. Und Sie können sich ja mal einklinken bei diesem hervorragenden staatsschändlichen Machwerk über die Ex-DDR. Übrigens, Margot Honecker hat vor kurzem ein Buch geschrieben, was Sie nicht lesen sollten. Darin behauptet sie, die DDR war der beste Staat auf dem Erdenrund. Es lebe die Ewigkeitskriege. Auf Wiedersehen. Diese Sendung präsentierte Ihnen die Astroline Saint-Clair. Hellseher deuten Ihre Zukunft. 0190 800 555.